Wir befinden uns hier unmittelbar in der Aufnahmestation des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder und dem Vernehmen nach soll es genau hier sein, dass sich im Moment der Weihbischof und Kardinal Christoph Schönborn befindet, denn, und das wurde auch schon von Seiten der Bischofskonferenz bestätigt, es ist zu einem erneuten akuten Gesundheitsproblem beim Kardinal gekommen. Wir erinnern uns alle, bereits im März gab es hier Meldungen, die durchaus berechtigte Sorge über den Gesundheitszustand des Kardinals ausgelöst haben. Damals hat es sich um eine Prostataerkrankung, um eine Krebserkrankung gehandelt und es wurde ja für den 74-jährigen Kardinal mittlerweile auch schon wieder Entwarnung gegeben. Es soll hier zu keiner weiteren Gefährdung durch diese Prostataerkrankung gekommen sein und daher wird hier und heute auch erneut betont, dass die aktuelle Gesundheitssituation bzw. mögliche Gesundheitsgefährdung des Kardinals nichts mit der damaligen Prostataerkrankung zu tun hat. Und dieser Umstand kann wahrscheinlich durchaus als positiv eingestuft werden. Das heißt, so akut die Situation im Moment sein dürfte, es dürfte sich nicht um einen Rückfall in das bereits bestehende Krebsleiden handeln.